alles, was ich jetzt zu dem Fahrzeug sage, ist, wie kann ich denn die Anzeige umstellen? Es hat tatsächlich ein Lenkrad, er hat 4 Räder, er ist mit Sicherheit einfach verarbeitet. Der wollte ja auch kein Lucid Air dagegen fahren oder kein Tesla, wenn ihr Dacia Spring fahren könnt. Ist okay, also ich meine, das ist völlig in Ordnung. Reko, wir lassen mal ausrollen hier. 1, 2 Balken gehen an. Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache heute mal tatsächlich einen Autotest. Naja, Autotest kann man das eigentlich auch nicht nennen. Ich sitze im Dacia Spring. Ich habe mir den mal für eine Stunde ausgeliehen. Wollte den Wagen einfach mal kennenlernen. Zum Dacia Spring gibt es ja unendlich viele Videos. Wahnsinnig viel ist über den Wagen schon berichtet worden. Die einen lieben ihn und sagen, das ist das Günstigste, was man machen kann. Die anderen hassen ihn und sagen, das ist alles irgendwie ja, billig und keine Ahnung was. Ich wollte mir einfach mal ein eigenes Bild davon machen und nehme euch mal mit auf meine Probefahrt, die ich jetzt mit dem Wagen vorhabe. Ich werde dabei nicht auf irgendwelche technischen Details eingehen, weil das ist alles irgendwie schon x-mal besprochen worden. Ich werde den Kofferraum nicht ausmessen, ich werde den Verbrauch nicht messen, ich werde die Ladeleistung nicht überprüfen. Mir geht es tatsächlich einfach nur um den Eindruck, den ich von diesem Fahrzeug jetzt gewinne, innerhalb der nächsten ungefähr 3/4 Stunde, die ich mit dem Fahrzeug unterwegs sein werde. Ich habe eine kleine Besorgung zu machen. Ich muss also einmal zum Solargroßhandel da ein bisschen was abholen und werde einfach mal euch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mitnehmen auf diese Tour in einem Auto, das ich so überhaupt noch nicht kenne, außer aus irgendwelchen Videos, das ich so noch nie gesehen habe, geschweige denn gefahren habe. Und von daher ist es vielleicht für euch auch ganz interessant, einfach mal zu beobachten, wie so die Probefahrt läuft. Wie sind denn die äußeren Bedingungen? Das könnt ihr, glaube ich, schon sehen. Wir haben fantastisches Wetter. Es sind draußen 4 Grad. Die Straßen sind trocken. Ich habe keine Ahnung, was hier für eine Bereifung drauf ist. Gehen wir davon aus, dass es Winterreifen sind oder dass es zumindest Ganzjahresreifen sind. Ihr seht, die Sonne scheint. Die Heizung läuft, wobei man davon ehrlich gesagt noch nicht so richtig viel spürt. Ich muss nachher mal gucken. Also irgendwas tut sich hier schon, aber ich weiß nicht, ich drehe mal eine Stufe höher, vielleicht dann ein bisschen mehr, mal gucken. Wir sind bei einem SOC von 78% und von einer angezeigten Reichweite von 123 Kilometer. Das ist natürlich, wenn man, ja, sage ich jetzt mal, ein bisschen verwöhnt ist. Ich fahre ja ansonsten einen VW ID.3 und einen Skoda Citigo mit dem großen Akku. Da ist man bei, natürlich von den Zahlen, da hat man etwas andere Zahlen gewöhnt. Aber auf der anderen Seite kenne ich ja auch noch die Sache von früher, also mit dem Peugeot Ion, mit dem 14 Kilowattstunden Akku oder 16 hatte der, glaube ich. Und mit dem ID.3, da ist man natürlich ganz andere Dinge gewöhnt. Aber wie gesagt, es schockt mich nicht, es stört mich nicht, wenn ich so ein Fahrzeug mir besorgen würde. Und wir haben tatsächlich mal überlegt, ob das nicht ein Fahrzeug wäre für Tochter und Schwiegersohn, mit dem man quasi eben seine täglichen Fahrten und Touren so macht. Ja, dann ist das doch eigentlich völlig ausreichend. Ja, also passt das doch irgendwie. Also von daher, damit hätte ich persönlich überhaupt kein Problem. Und das ist vielleicht für alle, die sich mit Elektromobilität noch nicht so auskennen, tatsächlich so eine Sache, die man sich halt ein bisschen durch den Kopf gehen lassen sollte. Ja, wofür will man das Fahrzeug eigentlich denn benutzen? Bin ich damit hauptsächlich so in der Stadt unterwegs, muss zur Arbeit, zur Ausbildung, wie auch immer, dann brauche ich keine 500 Kilometer Reichweite. Ja? Dann reicht mir das, wenn ich hier meine 100, 120 Kilometer habe oder 150, wenn er vollgeladen ist. Und wie gesagt, die Heizung läuft und von daher ist das doch ein brauchbarer Wert, sage ich jetzt mal, mit dem man seine täglichen Fahrten noch problemlos irgendwie erledigen kann. Was mir an dem Fahrzeug gleich aufgefallen ist, ist ein völlig anderes Fahrgefühl als im Skoda. Nämlich, ich habe irgendwie das Gefühl, der wankt. Ja? Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Alles, was ich jetzt zu dem Fahrzeug sage, ist, oder was ich generell in diesen Eindrucksminuten, die ich mit euch teilen möchte, sage, ist einfach nur das, was mir auffällt. Ja? Und mir fällt es eben auf, er verhält sich ein bisschen anders, die Lenkung ist ein bisschen schwammiger, er schwankt ein bisschen, er ist ja auch höher und er hat nicht so ein, naja gut, der Akku ist jetzt auch nicht so der kleinste, aber er ist ein bisschen kleiner als der vom Skoda, also er hat vielleicht ein bisschen das Gewicht anders verlagert, er hat ein bisschen anderes Fahrgefühl und ist nicht so direkt, ist natürlich auch nicht so spritzig wie der Skoda, aber oh, das muss ja wie gesagt auch nichts Schlechtes sein.
gucken wir mal, wie der hier geht. Jetzt haben wir mal hier auf 60. Wir haben jetzt hier schon bei voller Beschleunigung fast. Ah, das ist auch okay. Ich meine, das ist ein kleiner Elektromotor. Das ist ein kleines, relativ schwachbrüstiger Antrieb, aber völlig okay, ist gar kein Problem. Was mich eher jetzt ein bisschen wundert, ist, dass hier auch so heizungsmäßig hier so irgendwie gar nichts passiert. Ich werde mir das mal hier umstellen. Hier ist auch noch alles mit viel mit Drehtasten. Es gibt hier auch noch so ein kleines Display in der Mitte, Farbdisplay, wo so ein paar Sachen einzustellen sind. Ich drücke einfach mal hier auf Karte. Dann gehe ich mal davon aus, dass er mir eine Karte einblendet. Das tut er wunderbar. Also wird irgendwie eine Art Navi auch dabei sein. Da findet ihr mit Sicherheit auf YouTube und an anderen Stellen ausreichend Videos dazu. Bin mal gespannt allerdings, wie lange er braucht, um die Straße hier anzuzeigen, auf der ich gerade bin. Denn die ist relativ neu und die scheint hier in dem Navi noch gar nicht irgendwie drin zu sein. Ich meine, ihr wisst, wie es ist. Meine Tochter zum Beispiel nutzt auch im ID das eingebaute Navi nicht, sondern fährt mit Apple CarPlay. Und fertig ist die Geschichte. Also ob man hier sowas überhaupt im Auto noch braucht, ist eine Frage. Dann haben wir hier oben einen USB-Anschluss. Das finde ich ganz cool. Finde ich sehr positiv. Ein Austaste ist auch hier direkt. Ich drücke mal drauf, dann geht das Ding aus. Und nochmal drauf, dann geht das Ding wieder an. Also, ja, ihr merkt schon, das ist so handfest. Ne? Das ist so Hausmannskost. Rekuperation, ja, ist spürbar, ist nicht überwiegend stark. Dafür gibt es ja auch interessante Videos und Hinweise, zum Beispiel vom YouTube-Kanal Ecofahrer. Also Grüße an Ecofahrer. Ich finde deinen Kanal wirklich klasse. Schaut mal rein, wenn ihr euch ein bisschen informieren wollt, wie fährt man Fahrzeuge sparsam und was ist so die Verbräuche, der Vergleich. Der macht sehr viele Vergleichstests und das macht er wirklich gut. Und er hat auch den Spring schon mal unter der Lupe gehabt und hat eben auch hier festgestellt, naja, wenn man die Rekuperation hier an dem Fahrzeug optimal ausnutzen will, dann muss man sehr vorausschauend fahren, weil die ist halt nicht sehr stark. Und das heißt, man kommt dann relativ schnell in den Bereich, wo man mit der mechanischen Bremse nachhelfen muss, was ja dann letztlich aber kontraproduktiv ist, weil wir damit ja Energie verlieren. Also fahren wir vorausschauend, klar. So, jetzt geht's ein kleines Stückchen auf die, sage ich mal, Autobahn. Ich werde mal tatsächlich mal hier das Ding mal durchdrücken gleich und mal gucken, was so, wie der sich so anfühlt. Das machen wir jetzt aber erstmal hier natürlich ganz entspannt. Gucken mal, ob alles frei ist. Und jetzt gibt es hier Bulle Power. Ja, und da merkt man, da kommt was, aber es ist sehr verhalten. Ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Skoda im Eco oder Eco Plus Modus. Also wir sind bei 88 jetzt, wir sind jetzt bei 90, bei 92. Ja, er muss sich da schon ein bisschen quälen. Und gefallen tut ihm das nicht so richtig. Mal schauen, ob wir die 100 schaffen. 96, 97. Also, ist okay. Also, ich meine, das ist völlig in Ordnung. Wir leben in total irren Zeiten und wir müssen uns vielleicht alle auch an ein bisschen andere Sachen gewöhnen, als wir das bisher gewöhnt waren. Und ist okay. Also, ich sag mal, wenn man damit zum Beispiel so eine Tour machen möchte von Berlin nach Rostock oder so, ja, da muss man sich halt ein bisschen Zeit nehmen und dann fährt man ein bisschen gemütlich und dann passt das irgendwie schon. Ja, also er ist kein Weltmeister, aber es ist okay. Von der Lautstärke her finde ich es, ja, er ist schon lauter als der Skoda, deutlich lauter als der VW, ist klar, da liegen einfach Welten dazwischen. Und ich merke schon an mir selber, dass ich jetzt ein bisschen lauter spreche, damit ihr mich überhaupt noch hören könnt. Ja, es ist halt, ja, ne, also ihr hört Plastik, Blech, ist ja im Skoda auch nicht viel anders. Aber jetzt ist die Heizung schön warm, das muss man jetzt sagen. Jetzt merke ich die Heizung arbeiten, das finde ich okay. Der hat natürlich auch keine Wärmepumpe, sondern der wird ein einfaches elektrisches Heizregister haben. Ich mache mal spaßeshalber die Heizung aus. Ich will mal gucken, was mit der Reichweite passiert, ob man da irgendeine Änderung sieht. Im Moment noch nicht. Interessant. Also ändert sich jetzt nichts an der angezeigten Reichweite. Dann lasse ich die Heizung mal an, weil ich habe keinen Bock zu frieren. Ja, jetzt zum Beispiel, wir rollen aus und jetzt müsste ich schon wieder mit der mechanischen Bremse nachbremsen. Und es hat jetzt gerade noch so gereicht. Also wenn man die Rekuperation hier optimal ausnutzen will, dann muss man wirklich ein bisschen vorausschauend fahren. Also mein erster Eindruck bisher ist, es ist ein Auto, es hat tatsächlich ein Lenkrad, er hat vier Räder, er ist mit Sicherheit einfach verarbeitet, die Materialien hier ist nichts irgendwie weich, das ist alles Hartplastik, kennt man alles, ja, ist so. Ah, ich bin im Eco-Modus, haha, habe ich gerade festgestellt. Den machen wir doch mal, kann man den rausnehmen? Jetzt.
Da kommt er ja. Ja, der kann ja. Das ist herrlich. Ich lasse meinen Eco-Modus drin. Das ist schon in Ordnung. Also er kann ein bisschen. Ja, wir probieren es gleich nochmal aus. Interessant ist, dass das Navi nach wie vor der Meinung ist, hier gibt es keine Straßen, sondern nach wie vor irgendwie grün anzeigt. Komisch. Warum? I don't know. Ich will auch nur die Karte haben, aber die zeigt er mir nicht an. Jetzt wird mir das fast schon zu warm hier drin. Machen wir die Heizung ein bisschen runter. Und ja, was mir aber hier jetzt dann doch irgendwie nicht so positiv auffällt, ehrlich gesagt, das ist der Sitz. Ich finde für mich persönlich, und ich bin schon nicht besonders groß, ist die Auflagefläche für die Oberschenkel eher kurz. Das könnte auf langen Strecken ein bisschen ungemütlich werden. Aber wie gesagt, wer will mit dem Dacia springen nach Paris? Aber vielleicht wäre das eigentlich mal was, mit so einem Fahrzeug mal so eine Strecke zu machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon einen Spring fahrt, habt ihr damit auch schon lange Strecken gemacht? Wie waren da so eure Erfahrungen? Würde mich mal interessieren. Was ich auch richtig klasse an dem Auto finde, ist, der hat noch eine richtige Handbremse. Hört mal. Könnt ihr das hören? Ist das herrlich? Ich finde das so klasse. Ich hab das Gefühl, warum fährt der jetzt nicht? Was habe ich falsch gemacht? Moment, nochmal hier. So. Ah, mal gucken. N. Ah, jetzt. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen schockverliebt in dieses Auto. Ich finde das klasse. Und für den Preis? So, jetzt aber mal. Ja, okay. Also jetzt aber mal im Ernst. Wer sollte sich ernsthaft für so einen Wagen wie den Dacia Spring interessieren? Und sollte man vielleicht noch nach was anderem Ausschau halten? Vielleicht einen Twingo? Oder vielleicht doch gucken, ob man einen e-Up oder einen Citigo oder einen Mii irgendwie ergattert. Die gibt es ja auch noch in den älteren Varianten mit dem kleineren Akku. Also was natürlich für den Spring spricht, wenn man jetzt mal ja, akzeptiert, wie dieses Auto halt ist, und es ist bestimmt nicht schlecht, sondern es ist eben einfach ja angemessen am Preis oder gemessen am Preis, ist es, glaube ich, das richtige Auto für jemanden, der günstig von A nach B will. So einfach, glaube ich, kann man es irgendwie runterbrechen. Ich bin mir relativ sicher, dass man mit diesem Auto oder bei diesem Wagen nicht mit der allerbesten Qualität über 100.000 Kilometer rechnen kann, die man vielleicht bei anderen Autos bekommt. Das heißt, ich gehe davon aus, ist einfach nur so meine Vermutung, es wird irgendwann anfangen zu klappern, es wird irgendwann anfangen zu knatschen, vielleicht passt die ein oder andere Sache nicht genau und es gibt vielleicht hier oder da auch mal ein paar Problemchen, aber das muss alles irgendwie ja auch nicht sein. Letztlich ist ja auch so ein einfaches Elektroauto grundsätzlich wie in jedes Elektroauto einfach viel einfacher aufgebaut und von daher kann da einfach auch viel weniger kaputt gehen, als es an einem Verbrenner der Fall irgendwie ist. Also das ist, glaube ich, das sollte man einfach mal in Betracht ziehen und in Relation setzen. Ich glaube, das ist ein Auto, was super dafür geeignet ist, wenn man tagtäglich so, sagen wir mal, um die 100 Kilometer mit einer Akkuladung fahren muss, bis zu 100 Kilometer, sollte das auch im Winter mit Heizung überhaupt gar kein Problem sein, das zu schaffen. Jetzt müssen wir natürlich beim E-Auto immer so ein bisschen damit rechnen, dass im Laufe der Zeit die Batterie ein bisschen schwächer wird. Also mein Bauchgefühl, ihr dürft mich da gerne korrigieren, mein Bauchgefühl sagt mir einfach, das ist so ein Fahrzeug wie so ein Smart, wie so die erste Generation E-Ups, beziehungsweise eben von Skoda oder von Seat oder wie damals die alten Drillinge. Das ist so ein Fahrzeug, womit man quasi hin und her hüpft, bis täglich 100 Kilometer alles problemlos damit irgendwie abfeiern kann und eigentlich keine Probleme irgendwie hat, ja, glücklich sein kann. Man kann damit dann auch mal einen Ausflug machen, man kann damit mit Sicherheit auch mal eine etwas längere Tour fahren. Ich meine, er hat ja auch immerhin die Möglichkeit, an DC zu laden, auch wenn das jetzt nicht wahnsinnig schnell geht. Aber die Möglichkeit ist immerhin da, weil das Laden an AC ist schon arg langsam bei dem Wagen. Also das ist dann eher was für das Laden über Nacht oder wenn man irgendwo den Wagen abstellen kann, tagsüber, wo man auch laden kann, dann ist das mit Sicherheit dann da auch dann richtige
die richtige Sache. Und wenn man, wie gesagt, über Land fährt und wenn man mal eine längere Strecke fährt, so vielleicht 200-300 Kilometer, dann muss man eben sich vielleicht ein bisschen zurückhalten und vielleicht auch mal die ein oder andere etwas längere Ladepause dann in Kauf nehmen, kommt aber trotzdem froh und glücklich am Ziel an. Und ja, warum sollte man sich da eigentlich dann ärgern darüber, dass man vielleicht einfach ein bisschen länger gebraucht hat als mit einem anderen Fahrzeug? Ja, also es ist ja häufig sogar so, wer langsam fährt, ist schneller am Ziel. Und von daher, ich fahre jetzt gerade hier so ein bisschen, ich sage jetzt mal so ein bisschen Landstraße hier lang, kann also ganz entspannt hier vor mich hin cruisen. Die Übersichtlichkeit in dem Fahrzeug ist gut. Also das finde ich wirklich, das fällt mir wirklich sehr positiv auf. Also man kann sehr gut hinten raus gucken, man hat einen sehr guten Blick in alle Richtungen, auch Schulterblick und so. Die C-Säule hinten ist ein bisschen dick, okay. Die A-Säule ist nicht übertrieben dick, also das passt. Guten Überblick. Ich bin, wie gesagt, nicht besonders groß, ich bin 1,74 groß, gehöre also eher zu den kleineren Menschen, habe noch eine Menge Platz über mir. Ich fühle mich hier eigentlich wohl, wenn man eben mit einem Fahrzeug klarkommt, was einem nicht irgendwelchen großen Luxus bietet. Das will der Dacia, glaube ich, auch nicht. Das ist auch in all den Tests, die es gibt, auch schon rausgekommen. Der will kein Rennwagen sein, der will nicht luxuriös sein, der will euch einfach nur von A nach B bringen. Ja, und ich glaube, dass er das ganz gut machen kann. Wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen, das Lenkverhalten ist schon, man hat das Gefühl, so ein bisschen, ja, nicht direkt, aber auch nicht sehr direkt, ein bisschen schwammig. Das ganze Fahrzeug wankt dann immer noch so ein bisschen, habe ich das so vom Gefühl her, aber das ist okay. Ja, das ist völlig okay. Wie gesagt, wir leben in völlig verrückten Zeiten, bei denen man möglicherweise auch seine Ansprüche, seine Vorstellungen, seine Wünsche ein bisschen überdenken kann, sollte. Ich will nicht sagen muss, aber vielleicht sogar das. Es spricht sicherlich auch sehr für diesen Wagen, dass er ja durch den kleinen Akku auch mit einem kleinen ökologischen Fuß oder einem kleineren ökologischen Fußabdruck daherkommt. Man fährt hier nicht 60, 70, 80 Kilowattstunden Akku durch die Gegend, sondern man fährt eigentlich die Akkukapazität durch die Gegend. Ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, die man braucht, ja. Die okay ist. Mazda hat ja da diesen Begriff Right-Size-Akku irgendwie genannt. Und ich glaube, viele von euch werden mir vielleicht zustimmen, wenn sie sagen, also in der Regel brauche ich echt, wenn ich zumindest die Möglichkeit habe, zuverlässig an meinem Wohnort zu laden, dann komme ich damit problemlos. Klar, wer ein bisschen Schwierigkeiten hat, eine Lademöglichkeit zu finden, wird sicherlich eher zu einem Fahrzeug greifen, das ein bisschen größeren Akku hat. Einfach, um auch vielleicht mal einen Tag nicht laden, problemlos zu überstehen, ohne irgendwie gleich grüne Fußnägel zu bekommen. Ja. So, was mich natürlich noch ein bisschen wundert, ist, warum ich hier nach wie vor, ich klicke mal auf Navi, also ich kriege hier, wie gesagt, keine Karte angezeigt. Das wundert mich ein bisschen. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Keine Ahnung, woran es liegt, dass das nicht funktioniert. Okay, dann soll das so sein. Irgendwie ein Radio ist ja auch eingebaut. Ja, hier so beim Kreisverkehr. Ja, man muss sich ein bisschen an dieses Kurvenverhalten so ein bisschen, ja, der lenkt so ein bisschen. Also das ist jetzt etwas, was mir nicht, dass es schlecht ist. Ich hatte extra gesagt, braucht euch nicht zu denken, das ist alles nicht negativ gemeint, das ist eben einfach so. Und das ist so, und das fand ich auch ganz gut, das hat neulich auch der Alexander Bloch in einem seiner Tests gesagt, wenn man so ein Auto testet, dann hat man immer diesen Moment, in dem man dem Auto gerade fährt, in den Bedingungen, die man gerade hat, die Personen, die dabei sind, und dann ist das Auto so, und deswegen ist es nicht per se irgendwie schlecht. Schlecht wäre, wenn hier, keine Ahnung, kein Lenkrad drin wäre oder der Wagen seine versprochenen, was weiß ich, ja nicht auf 50 kommt oder wenn nicht bremsen könnte. Ja, das wäre irgendwie schlecht, ja, aber das ist es ja irgendwie nicht. Und alles andere, wenn so ein Auto hier bei uns auf die Straße kommt, dann erfüllt es ja immer letztlich die Mindestbedingungen. So, wir wollen mal auf 70 hier jetzt noch eine Strecke fahren. Es ist halt ein bisschen lauter hier drin, also so bis 70 ist es okay. Ich spreche jetzt eigentlich noch in der gleichen Lautstärke, die ich auch vorhin, als ich langsamer gefahren bin, benutzt habe. Man hört halt Abrollgeräusche, man hört den Wind, die Windgeräusche so ein bisschen jetzt schon, aber bis 70 ist es total okay. Die Heizung ist
völlig in Ordnung. Mir ist jetzt ein bisschen zu kalt. Ich mache mal hier ein kleines bisschen höher. Die Instrumente hier unten mega einfach gehalten. Du setzt dich rein und du weißt sofort, was ist. Ein AC-Knopf für Klimaanlage, Knopf für die Heizung, Heckscheibenheizung hinten. So ein Schieberegler zwischen ein Schieberegler zwischen Umluft- und Außenluftzuführung. Ja, aber wisst ihr, geht. Ne? Also dann hier Fensterverriegelung, Lautstärke, ich weiß nicht, was Plus Minus ist wahrscheinlich für die Karte, wenn sie denn mal gehen würde. Nee, das ist Lautstärke. Also ein Lautstärkeregler, ganz klassisch, nicht mal als Drehregler ausgeführt, sondern so wie ich das hier sehe, eben als Plus Minus. Ja, ihr merkt schon, ich mag das so ein bisschen, wenn das so ein bisschen back to basic ist. Ich bin ja auch ein Tech-Fan, mir macht das ja alles auch riesen Spaß, aber ich finde es auch irgendwie, ich finde es auch okay so. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Mich stört es nicht, wenn das Auto nicht irgendwie unter mir zusammenbricht, dann ist das alles total in Ordnung. Jetzt wieder Reko. Können wir noch auf die Bremse treten, dann geht noch ein Balken mehr an, aber dann war es das auch schon. Ja, das ist okay. Wenn man ein bisschen vorausschauend fährt und darauf achtet, dann passt es. Wie gesagt, klar, wenn man stärker bremsen muss, mechanische Bremse, überhaupt gar kein Thema. Aber wir wollen ja so viel wie möglich Energie zurückgewinnen. Ja, vielleicht mal so als Info für alle die sich noch nicht so auskennen. Durch die Bremsenergierückgewinnung kann man im Stadt-, Überlandverkehr zwischen 10% und 20% an Energie wieder zurückgewinnen. Das ist schon gut. Deswegen ist es schon ratsam, die Reko auch wirklich auszunutzen und möglichst wenig mechanisch zu bremsen. Und das bedeutet eben viel ausrollen lassen, vorausschauend fahren, nicht zu stark bremsen. Aber wenn es sein muss, aus Sicherheitsgründen, ist es völlig klar. Dann tritt man auf die Bremse und dann ist okay. Jupp. Ja, ist doch. Geht doch. Ja, der geht. Der geht. Machen wir mal Eco raus. Machen wir mal gucken. Wir mal so kurz mal hier mal ihn mal testen. Ja, schau mal. Der Lightyear ist nichts dagegen. Nein. Der wollte ja auch kein Lucid Air dagegen fahren oder kein Tesla, wenn ihr Dacia Spring fahren könnt. Also das Ding hat, das merkt ihr schon, das Ding hat irgendwie, hat es was. Und ich habe das Gefühl, das könnte so ein Kult werden, oder? So, Vorsicht, der Lader unter den Elektroautos, ist, kann man sowas sagen? Also, dazu muss er erstmal zeigen, ob er auch so zuverlässig ist und 20 Jahre lang hält. Aber es könnte so ein Kultauto sein, so nach dem Motto, ich bin mit dem Spring und mit den 10.000, 12.000 Euro, die ich dafür ausgeben muss, ich bin bei dieser neuen Technik voll dabei. Ich bin dabei, ich fahre elektrisch, ich brauche kein Benzin, ich brauche kein Öl, ich kann meinen Solarstrom laden, ich kann die öffentliche Ladeinfrastruktur laden, überall wo ich bin. Es wundert mich aber jetzt doch und es ärgert mich ein bisschen, dass ich das nicht schaffe, mir hier vorne was anderes einzublenden. Das muss doch irgendwie... Das ist der Tempomat. Wo? Ich drück mal hier. Das geht auch nicht. Ich drück mal da. Da kann man das auch nicht umstellen. Wie kann ich denn die Anzeige umstellen? Ist bestimmt ganz einfach und ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon in die Kommentare geschrieben. Aber ich bin zu blöd, um den Knopf zu finden, wo man die Anzeige anders einstellt. Ich drück mal ganz vorsichtig. Ah, da gibt es einen Druckknopf. 16,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Oh, jetzt muss ich jetzt meine Meinung revidieren, dass der wenig verbraucht oder liegt es an demjenigen oder an denen, die vor mir gefahren sind? Na gut, ich bin bei Heizung. Ich habe einen Heizungsbetrieb an. Wie ist das beim Skoda? Auch nicht viel besser, ehrlich gesagt. Vielleicht ein Ticken besser. Aber wie gesagt, ich weiß natürlich jetzt nicht, beim Skoda liege ich so mit Heizung so bei 14, 15 Kilowattstunden im Stadtverkehr. Kann noch mal ein bisschen weniger sein. Ohne Heizung kommt man relativ problemlos so um die 10, 11, auch mal drunter. Oh, ein alter Leaf. Mann, die sieht man ja auch noch selten. Jetzt liegt er hier bei 16,9. Wenn das alles für euch so passt, kann man sich noch mal so ein paar Alternativen angucken. Wie gesagt, man kann mal einen Twingo sich angucken, Electric. Man kann sich mal, aber wie gesagt, der ist auch teurer. Man kann mal sich auf den Gebrauchtmarkt umgucken, ob man vielleicht ein E-Up bekommt, ein Smart bekommt. Die Preise spielen natürlich alle im Moment total verrückt.
Das müsst ihr dann so ein bisschen entscheiden. Aber ich würde jetzt mal für mich sagen, wenn hier der Nachwuchs sagen würde, Mensch, wir wollen auch elektrisch fahren, denn mein Schwiegersohn, der hat noch einen alten, zerbeulten Clio, Twingo, irgendwas. Und mit dem trauen die sich gar nicht mehr auf die Autobahn. Dann würde ich sagen so, hey, kommt, hey, was soll's, macht das, ja. Guckt euch den Wagen an, fahrt nochmal eine Rennrunde damit und dann kann man sowas durchaus in Betracht ziehen. Das ist jetzt keine Kaufempfehlung. Das ist mein Eindruck aus einer Dreiviertelstunde mit dem Dacia Spring. Mir hat es total Spaß gemacht, den Wagen mal kennenzulernen. Ich fand es echt interessant und ich suche mir jetzt einen Parkplatz, gebe den Wagen wieder beim freundlichen Renault Dacia Händler ab. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich bedanke mich, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, dabei zu sein. Dieser Test kann lange nicht so umfangreich sein, wie es viele, viele andere schon mit diesem Wagen gemacht haben. Das sollte ja auch nicht sein. Ich wollte einen Eindruck sammeln. Der Eindruck ist nicht negativ. Und von daher suche ich mir jetzt nur noch irgendwie hier einen Parkplatz. Und dann soll es das gewesen sein. Hier stehen übrigens jede Menge gebrauchte Zoes rum. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die gebraucht sind. Ich nehme mal an, es sind gebrauchte Zoes. Wahrscheinlich auch mit dem kleinen Akku. Das war's. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt heil. Und ja, die Sonne scheint und die Sonne sollten wir ins Herz lassen in diesen Zeiten. Mir hat's Spaß gemacht mit dem Dacia Spring und ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.